Knalleffekt beim österreichischen Rundfunk. Teile des ORF-Gesetzes sind laut dem Verfassungsgerichtshof verfassungswidrig. Konkret geht es dabei um die ORF-Gremien. Die Bundesregierung habe dabei einen übermäßigen Einfluss. Während etwa im Stiftungsrat die Bundesregierung derzeit 9 Mitglieder bestellt, bestellt der Publikumsrat nur 6 Mitglieder. Dass die Österreicher ab 1. Jänner 2024 für einen jetzt auch noch in Teilen verfassungswidrigen, durchpolitisierten ORF mit einer Zwangssteuer bezahlen müssen, ist ein einziger Skandal. FPÖ-Obmann Herbert Kickl und FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker fordern nun die Regierung zum Handeln auf. Schwarz-Grün soll jetzt sofort für eine Abschaffung der ORF-Zwangssteuer sorgen, anstatt einer Reparatur des ORF-Gesetzes gleich eine Totalreform des ORF in Richtung eines verschlankten Grundfunks einleiten. Denn Verstöße gegen das Unabhängigkeits- und Pluralismusgebot, wie sie der VfGH bei der Gremienzusammensetzung festgestellt hat, stehen am Künigelberg an der Tagesordnung. Die immer stärker schwindende Zuschauerzahl bekommt vom ORF daher meist einseitige, linkslastige Berichterstattung und Regierungspropaganda geboten. Das war nicht nur bei Corona der Fall, wo man einen regelrechten Impflobbyismus betrieben hat, sondern zieht sich nach diesem Muster auch über eine Vielzahl anderer Themen, wie zum Beispiel der Klimahysterie und der illegalen Masseneinwanderung. Und für sowas werden die Österreicher auch noch mittels einer Zwangssteuer zur Kasse gebeten. Die linke Schlagseite des ORF zeigt sich auch an dessen Personalpolitik, wo etwa eine grüne Machtübernahme vonstatten geht. Ein Ex-Grünen-Kampagnenmanager Lothar Lockel als Stiftungsratsvorsitzender, ein Ex-Grünen-Bundesgeschäftsführer Pius Strobel als ORF-Manager und eine ehemalige grüne Landesgeschäftsführerin als Klimaexpertin sind die pure Realität. Dazu noch das aktuelle rote Sora-Geld. Der ORF ist insgesamt auch zu einem Privilegienstadel verkommen, in dem Luxusgagen, üppige Pensionen und Co. auf Kosten der Zwangszahler keine Seltenheit sind und wenn es nach der FPÖ geht, endlich der Vergangenheit angehören müssten.